hier noch wird tief in Amythyn gefangen gehalten. Aber ihr Gefängnis wird immer schwächer. Ich kann spüren, dass ihr wieder hier seid. So voller Leben. So voller Schicksal. Was habt ihr mir mitgebracht? Ich kann Tiernochs Blick auf uns spüren. Ihr habt eure Macht gut genutzt. Erbärmlich. Sie hat einfach nur einen Teil der Schicksale herausgerissen, die ihr gestohlen habt, und sie gegen euch gewendet. Es ist womöglich nicht ganz unrichtig, sie als einen Gott zu sehen. Ich war hier schon eingesperrt, noch bevor eure Art steht meine Freiheit kurz bevor. Die Zeit ist gekommen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Gadflot hier noch befreit. Gadflots Gebete haben dieses Gefängnis gesprengt. Aber er ist nicht derjenige, der mich befreien wird. Hört nicht hin! Ihr seid der Einzige, der die Macht besitzt, sie aufzuhalten. Als ihr zum ersten Mal hier wart, war der Tod euer einziges Schicksal. Doch ich hatte eine bessere Verwendung für euch. Und ihr wart so gierig darauf, eure Rolle zu spielen. Erbärmlich. Ihr habt euch hierfür entschieden? Was meint sie damit? Ich habe euch die Freiheit geschenkt. Und nun seid ihr zurückgekehrt, um mir die meine zu gewähren. Nur ihr besitzt die Macht, Tiernoch wieder in Amythyn einzusperren. Sobald Tiernoch in... Das lässt nur noch eine Frage offen. Kann ich darauf vertrauen, dass ihr Tiernochs Existenz geheim halten werdet? Ausgezeichnet. Na, falls ihr entkommt, werde ich euch beobachten. Geht nun. Verhindert das Tiernoch vollständig in diese Welt... Nichts auf der Welt ist dazu bestimmt, hier noch aufzuhalten. Gehen wir. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Komm,
Kommt, Schicksalsweber, bringt mir eure Kraft, opfert euch selbst und besiegelt das Schicksal eurer Welt. Es ist Zeit, über euer Schicksal zu entscheiden. Amethyn liegt dahinter. Und dort wird der Drache den Schleier zerreißen. Tretet näher, Sterbliche! Werdet Zeugen von Tirnochs Geburt! Werdet Zeuge eures eigenen Endes! Mein Schicksal liegt nicht hinter diesen Pforten verborgen. Ihr allein vermögt zu ändern, was geschehen soll. Geht! Sich, wenn man an diesen Ort zurückkehrt. Spürt ihr den Schmerz eures Todes immer noch? Könnt ihr spüren, wie er in der Luft widerhallt? Und nun sollt ihr hier an diesem Ort Zeugen werden, Zeugen von der Geburt Tirnochs, Zeugen der Vernichtung der Alpha. Und des Anbruchs des ewigen Winters. Oh ja, sie kommt! Tirnoch die Mächtige! Tirnoch die Barmherzige! Balafela Tirnoch! Balasera Tirnoch! Herrin, seid ihr zufrieden? Du hast deinen Zweck erfüllt. Aber ich kann euch noch weiter von... Und nun, Schicksalsloser, wird euch eures ereilen. Thank you.
Wie hätten wir wissen können, dass es ein neuer Anfang sein würde? Hätten wir dieses Ergebnis vorhersehen müssen? Wer wusste damals schon, was das Schicksal bringen würde? Ich hätte euch diese Nachricht gerne persönlich überbracht, um euch ein letztes Mal zu sehen. Allerdings wäre das kompliziert geworden. Mein Orden hatte andere Pläne für den Fall, dass ihr die Kristallfestung je verlassen solltet. Doch wenn es um euch geht, scheint kein Schicksal in Stein gemeißelt. Wir beide sind nur noch am Leben, weil man mir geglaubt hat, dass auf euer Schweigen Verlass sein wird. Ich hoffe, ihr macht keine Lügnerin aus mir. Sollten in den Tavernen Amalurs Geschichten über unsere Erlebnisse auftauchen, würde man mich bitten, euch aufzusuchen. Und wir beide wissen, dass euer nächster Tod endgültig sein wird. Doch genug davon. Euer Leben gehört euch. Findet heraus, was das Schicksal für euch bereithält. Oder welches Schicksal ihr anderen bringt. Vielleicht sehen wir uns eines Tages in glücklicheren Zeiten wieder. Bis dahin verbleibe ich. Die Eure, Alyn Schier.